Willkommen zur Pokémon Game Edition hier in der Pokémon Liga. Ich habe eben noch meine Kern-Pokémon ein bisschen trainiert. Nur ein bisschen, halt so. Ich habe einmal deren Attacken weggemacht, die nützlich sind gegen Kleinschein und so. Somit ich Flora 58, Bubble 56, Rosso 57. Und King 55. Dragon und so haben kein Level auch gemacht. Ich hoffe, es reicht. Ich habe mir noch ein Atta und Top Atta dazu geholt. Ich kann noch den Mega Block verkaufen. Jupp. Und eigentlich Team 47 benötige ich auch nicht. Top Beleber habe ich zwei Stück. Mein März, die Beleber sollte ich nicht verbrauchen. Von daher wünscht mir Glück. Ja. Es gibt jetzt mal alles oder nichts. Lorela kämpft mit Wasser- und Eis-Pokémon. Ich kämpfe mit Pikachu, Flora und alle außer Glurak. Was hat jetzt war? Eine schnelle Runde von. Top 4. Also nicht so, wie es vielleicht von mir gewohnt ist. Normalerweise. War noch nicht ewig so. Pokémon Rubin habe ich noch die komplette Pokémon Liga in einem Part gemacht. Und danach hatte ich um Parts zu schänden. Um Parts rauszukitzeln. Gedingst. Jeden einzelnen bekämpft. Jetzt werde ich ja die Top 4 ein bisschen speeden, außer Siegfried und Roy, außer Siegfried. Ja, Siegfried und ja. Bruno. Andere, der dann noch kommt. Achso, ja. Karte, dann Siegfried. Und Shen. Ich habe mich kurzfristig dazu entschlossen. Aus einfachen Grund. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er fängt mit einem Onyx an. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß nicht, wie es in der Game Edition ist. Ich hoffe, es ist in der Game Edition wie in Rot und Blau. Und die Pokémon sind einfach noch stärker. Ja. Ich finde auch die Pokémon Liga der ersten Generation, vor allem hier in dieser ersten Generation, das war ein bisschen gemoppelt. Ist besonders stark. Also, hätte ich ganz normal durchgespielt, ohne Offscreen-Training. Einfach alle Trainer mitgenommen, dann wäre ich wahrscheinlich ja zu schwach. Allerdings, ist ja darauf ausgelegt, dass man auch die wilden Kämpfe mitnimmt. Zum Beispiel Caleb, also Rubinischer. Er nimmt jedes Welle-Pokémon mit. Ob das jetzt ein Raffras Level 2 ist oder ein keine Ahnung was Level 50, ja? Er nimmt jedes Pokémon mit. Auch wenn er durch zum Mewtwo geht. Macht er was? Er nimmt jedes Level 60er mit.
ist eigentlich fast tot. Steht vor mir, du. Und hat aber nochmal ein paar Level mitgenommen, ja. So ungefähr. Kiklin und Nocturne waren kein kein Problem für mein Onyx. Für mein Relaxo, das ist die Chinese. Überrascht mich selber ein bisschen, dass die, obwohl Relaxo eigentlich nicht so einen guten Spezialangriff hat und so, trotzdem gegen die Chinese keine Chance hatten, ja. Macho Mai, da setze ich Lurak ein, ich brauche nämlich die Psychogenese gleich im nächsten Kampf. 58. Wir klingen im Porn. Ah, jetzt habe ich in diesem Kampf noch kalt gespeedet, ne? Aber der Kampf war ja auch nicht besonders schwer. Um ehrlich zu sein. Da verging mir der erste Kampf. In Speedform, dass ich nicht gespielt habe. Agathe kämpft mit Geist-Pokémon. Geist-Pokémon haben den Nachteil, dass sie Gift mit dabei haben. Dadurch haben die eine 4 Schwäche gegenüber Psychokinese. Und ja. So, mit Psychokinese hat auch den Vorteil, es kann nicht angegriffen werden von Gengar, außer es hat wow, es kommt Delicato. Gegen Golbert, das ist denn doch Spark, ey? Mit Donner? Reicht nicht aus. Bin logisch getroffen. Sumo. Ja, jetzt haben wir auch noch Steinhagel ein. Ja, da hätte ich eigentlich jetzt Engels verwenden können. King mit Erdbeben. Auch gegen Gengar kann ich Erdbeben verwenden. Oh, ein Hypertrank ist nicht vonnöten, aber ein Belaber. Beleber ist natürlich und ein Übertrank. Und jetzt kommt das schwerste, das der eigentliche Champ der Liga. Pikachu ist vergiftet. Dann heilen wir mit einem Beiler. Jetzt muss ich selbst denken, weil ja, Siegfried kämpft ja mit Drachenpuppen, mit Gyarados, Aerodactyl, Glurak, zwei Dratinis und Dragoran, wenn ich nicht alles täuscht. Und ich hoffe, er fängt mit Gyarados an, ansonsten starte den Kampf neu. Ja. Gyarados. Sein Starter-Pokémon. 58er Level. Wenn wir Donner treffen, dann ist es K.O. Sollte zumindest. Vierfach Schwäche. Donner ist stark. Falltreffer. Step. Bazooka. Bazooka. Genau. Dragonier. Ja, da tausche ich doch schon direkt auf Bubble. Jetzt zeige ich euch, warum ich Blizzard nicht verwendet habe. Blizzard ist nämlich die Hydro-Pumpe. Es trifft selten. Aber hart. Und Eisstrahl trifft immer auch hart. Allerdings. Schwächen jetzt mal bis vorher. Kann zurückschrecken. Das ist gut. Und Dragonier ist besiegt.
Kommt noch ein weiteres Dragonieren? Das heißt, danach kommt noch Aerodactyl. Das sprechen wir auch wieder davon mit Biss. Eventuell weicht das auch wieder zurück. Nee, es greift uns mit einem Hyperstrahl an. Sollten wir aber überleben. Auch. Wow, so ein Volltreffer und es hat uns nur die Hälfte abgezogen. Also Respekt für Bubbles. Aerodactyl hätten wir Pikachu verwenden können. Ich setze aber über Eisstreif und Bubbles ein. Ist leider nicht K.O. gegangen. Aber Surfer ist auch sehr effektiv und hat sogar noch Slap drauf. Selbst wenn es jetzt geheilt worden wäre, hätte Bubbles wahrscheinlich gewonnen. Mit einem Schlag. Jetzt kommt natürlich Tragoran. Da müssen wir kurz umdenken. Und zwar muss Sumo rein. War nur kurz. Denn es wird lediglich Bubbles heilen. Dann eventuell einen Hyperstrahl abfangen. Vielleicht doch mal angreifen. Und das Schwächen. Ja. Oh, wir sind paralysiert. Oh, Volltreffer von Steinhagel. Das heißt, mit einem Bobbyslam kann das K.O. gehen sogar. Jetzt wird Tragoran von Sumo besiegt. Mit einem harten Bobbyslam. Oh, oder auch nicht. Aber Stärke trifft. Tragoran wird nicht von Top-Genesung geheilt. Wundert mich ein bisschen. Wir wären jetzt der neue Champ. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert. Ash, nun bist du der Champion der Pokémon. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer für dich. Es ist Gary. Oh, er hat die Top 4 besiegt. Er ist der aktierende Champion der Pokémon Liga. Das hat sich bewahrheitet. Gary ist wirklich stark. Er hat maximal Level 64, also stärker als Garados. Allerdings kämpft er mit der Vielfalt der Pokémon wie ich. Wie wir aus seinen vorherigen Kämpfen wissen, kämpft er hoffentlich wieder mit Sandama an erster Stelle. Deswegen safe state ich jetzt einfach mal. Hoffe, er setzt wieder Sandama ein. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Ash. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich mein Vogeldeck aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon sehen können. Ich auch. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga, Ash. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen, ich bin der mächtigste Trainer aller Welt. Bis jetzt. Und hier kommt Ash Story ins Spiel. In Pokémon Gold wurde Gary zum 8. Arenaleiter worden, weil Trainer Rot, also Ash, Ash und Trainer Rot sind nicht die gleiche Person, aber Trainer Rot Gary hier besiegt hat und zum Silberberg ging. Er setzt wieder sein damals alles ein. Das war zu erwarten. Es ist jedoch trotzdem ungewöhnlich, dass er nicht mit einem Ibitank anfing, was er sonst hat. Oder Tauboss. Normalerweise ist ja sein Flugpokémon das erste Pokémon. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Simsala folgt. Vermutlich die stärkste Herausforderung für mein Team. Simsala. Level 59. Nicht so stark, wie es sein könnte. Macht sogar einen Fehler mit Genesung. Oh. Wir ziehen eine Menge ab mit Stärken und können es besiegen. Sehr schön, Sumo.
Coco rein. Sollte kein Problem werden, Fat Dragon. Ein Flammenwurf, das ist verkohlt. Werde ich jetzt mal brauchen. Scheint so, als wäre die. Oh, Hypnose. Aber wir haben ja Hyperheiler. Scheint so, als wäre die. Staccato. Pokémon Liga einfach, als ich. Erwartet hätte. Oberall wurde natürlich aus den. Kokoball wurde natürlich aus Oberall weiterentwickelt. Was ja schon. Oder vier Straßen anpassen konnten. So, das sind die ersten drei Standard-Pokémon. Magneton wird auch noch dazu. Da gehen wir natürlich auf King mit Erdbeben. Step. Auch 100er Stärke. Step. 250. Zweifache Effektivität. 300er Stärke. Müsste reichen. Und sogar noch ein Balltreffer. Sind 450. Austausch. Kann ich mir Sparky versuchen? Werde ich auch tun. Am besten eine zweite Donnerblitz, weil die treffen mit Sicherheit. Ja, reicht doch aus. Baumkanone. Kann uns viel Schaden anrichten, wenn es fünfmal trifft. Auch wenn natürlich nicht hoffe. Sehr schön. Der Donnerblitz ist auf Austauschgeschichte. Das letzte Pokémon müsste jetzt kommen. Flamara. Ja. Ein bisschen schwach. Aber Level 65. Im letzten Kampf hat Surfer nicht ausgereicht gegen Flamara. Peinlicherweise. Ich hoffe, Hydro-Pom hier tut es. Nee, sieht genauso aus wie vorher. Wie damals. Im vorletzten Part oder so. Aber es hat nicht geheilt, ne? Es hat nicht so fies wie in den neueren Editionen. Ja, eigentlich völlig unterlevelt. Und haben trotzdem geschafft. Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon noch selbst auf HD aufgezogen. Ah, da, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir es nicht. Das ist hier die Pokémon Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Ash, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon Liga bestanden. Ash, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Habe sehen. Pika! Sehr schön. Also. Der Dog. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wäre ich bei Level 50 geblieben, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber ich hätte es trotzdem noch geschafft. Also, war nicht verkehrt, King, Bubbles und Flora noch so auszubilden. Ne, ich habe kein Wert ab. Ich finde das Outro. Das überspringen wir mal eben. Dieses tolle Intro. Oh, ich hab das.
vor, das öfters einzuspielen. Allein damit ich, ja, hier werden die Pokémon noch nicht direkt geheilt. So staffelmäßig, alle 10 Folgen oder so, ne? Egal. Ja, egal, genau. Und zwar geht's jetzt direkt bald weiter. Kann man hier schon nach Dings? Nö, ne? Muss man den langen Weg laufen. Hatsune City. Man kann sich an, was im nächsten Park kommt, aber es muss nichts Versprechendes sein. Man kann es haben. Ihr werdet wahrscheinlich auch recht haben. Zum Teil. Aber wartet ab. Ne, ein Part. Ist eine kleine Überraschung. Ist ja nicht so, wie es enden sollte. Außerdem könnt ihr euch denken, hoffentlich, dass ich ja noch nicht alles gezeigt habe. Es fehlen noch ein paar Geschehnisse. Es fehlt auch noch, ja, andere Sachen. Es fehlen ein paar. Ja, Mewtwo fehlt auch, ja. Aber es fehlen ja auch noch ein paar andere Geschehnisse, die ich euch zeigen möchte. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann und ciao, das Großfinale.